Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Auf der Suche nach dem Yeti oder sowas. Also wir sollen auf jeden Fall hier rein jetzt. Das ist wohl die nächste Mission. Aber mich reizt es echt, hier nochmal in die Höhle zu gehen. Weil ich dann keine Lust habe, in irgendeiner Art und Weise hier irgendwas zu verpassen. Und deswegen werde ich jetzt nochmal hier in die Höhle mit euch reingehen und nochmal kurz gucken, ob es hier weitergeht oder ob das das Ende war. Das war das Ende. Okay, jetzt bin ich mir wenigstens sicher. Das ist okay. Das ist ja dann okay. Gut, es gibt hier wahrscheinlich bloß einen Weg. Und diesen werden wir nehmen. Das wäre die Höhle hier rein. Hier wurde ja vor uns gesprengt. Schauen wir uns auch mal um hier. Sehr spannend, muss ich sagen. Weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Okay, hier unten gibt es Geballer. Was war denn das? Ich werde es mal lesen. Corporal Ratius Tagebuch 5. Dieses Ding, es hat Hari. Mein Gott, es hat ihn förmlich zerrissen. Mein Großvater. Er hat immer gesagt, es gebe keine Monster. Er hat es versprochen, bei den Göttern geschworen, dass mich nichts holen kommt. Er hat sich geirrt. Er hat sich sowas von geirrt. WTF? Lass mal hier hochgehen. Wir hätten natürlich von hier oben mal runter gucken. Da hat man zu wenig Einblick. Ich gehe mal doch lieber außen rum. Also hier. Oh. Wieder raus. OMG. Guck dir die Fußstapfen an. Was könnte sowas tun? Ja, bis jetzt läuft's ja ganz gut. Dafür haben wir 32 Schuss. Dafür auch. Ich hab so ein bisschen Angst gerade. Aua, 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 aua. Mann, Stepp. Okay, wir müssen definitiv dann hier lang. Ach Mensch, hör doch mal auf, immer zu brennen. Der Rauch kommt aus der Nähe dieser Antenne. Vielleicht haben sie den Piloten dorthin gebracht. Ja, auf jeden Fall. Scheint es hier doch irgendwas mehr zu geben. Bigfoot. Die Bigfoot war ja in irgendwelchen Wäldern, ne? Und der Yeti. Wingsuit erhalten. Okay, da kann ich dann hier runterfliegen.
Könnte ich jetzt ultra geil runterfliegen. Könnte ich. Ich könnte natürlich auch geil klettern und hier unten langlaufen. Wo hören denn überhaupt die Fußstapfen auf? Die gehen hier lang. Ich folge den Fußstapfen. Das Wingsuit ist mir zu einfach. Könnte natürlich sein, dass ich jetzt den es kann nicht sein, es ist so, dass ich den schwereren Weg wähle, aber... Das ist ja erstmal Wurst. Aufpassen. Der Yetis. Okay, wir haben ja auf jeden Fall mehrere Wege dorthin zu kommen. Da unten sind Kisten. Und wir könnten natürlich auch diesen Weg hier laufen. Mal hier kurz gucken. Wir waren außen rum, aber ich glaube, das ist Schwachsinn. Ich glaube, wir nehmen immer schön den längeren Weg. Um von dem DLC möglichst viel mitzubekommen. Ich bin echt in einem richtig komischen Gebiet gerade. Da unten sind die Kisten, die ich gesehen habe. Boah, wir sind jetzt aber hier auch sowas von gefangen. Ich habe keine Fußabdrücke mehr gesehen. Hat man hier eigentlich auch Fertigkeitspunkte? Ah, guck mal, Herstellung. Mhm. Kann ich jetzt einen Mist hier herstellen? Fertigkeitspunkte. Ah, okay. Aber ich habe noch keine. Mhm. Also gibt es auch noch mal einen extra Fertigkeitenbaum. Aber ich glaube, wir werden uns jetzt noch ein bisschen was jagen. Und warum ist da unten... Oh, Entschuldigung. Ja, mit einem Pfeil ist natürlich nichts gemacht. Na komm.
war gut. Ich weiß nicht, was wir jetzt alles dazu brauchen. Das haben wir auch gleich mal erledigt. Ich glaube, das ist sogar ziemlich gut, wenn man das macht. Hier so ein bisschen. Gucken, ob wir wieder was herstellen können. Ja. Achso, hier. Was braucht man denn hier alles? Nebelparten, Jackfell. Okay, da kommen wahrscheinlich noch ziemlich viele Viecher. Aber von den Dings brauchen wir nichts mehr. Honigdachs, Aslam, Makaken. Gib mal kacken. Okay. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Piloten. Denn mit dem sind wir hier abgestürzt. Für die Leute, die es nicht von Anfang an mitgeguckt haben. Könnte ich jetzt hier runtergehen, aber ich könnte auch hier. Ich müsste sogar hier runter gehen, oder? Hammer. Oh, ich weiß nicht, was das ist. Ist das Asamakaken? Oder wie es heißt? Nee, das war Barafel, oder wie das heißt. Oh, Alter, wie groß das Gebiet ist. Und das für ein scheiß DLC, Mann. Mal hier langsam durch den Wald marschieren. In Ruhe hier. Nur der windige Wind. Ich sichere die Relaisstation. Hey. Boah, lock mal alle mit an, wenn ich den jetzt kill.
Du musst sitzen. Okay. Ein Pfeil. Also wir haben auf jeden Fall nicht viele Pfeile vorbeigeschossen. Wir müssen schauen, denn der eine rennt hier immer noch rum. Sei stille. Na komm. Ach ja. So mag ich das. Bisschen stealthen. So. Gucken. Irgendwo ist der Drecksack noch. Yep. Okay. Das Gebiet Hammer. Die Relaisstätte wird zur lebensfeindlichen Umgebung. Was? Zur lebensfeindlichen Umgebung zu der Operationsbasis. Du kannst ihre Verteidigung aufrüsten, indem du Nebenaufgaben im Tal abschließt. Im Waffenschrank kannst du Waffen aufbewahren, die du im Tal findest. Ein WTF? Was ist das für ein DLC, ey? Was ist das für ein DLC? Das ist kein einfaches Nonsens-DLC, wie es ausschaut. Sondern ist doch etwas umfangreicher. So. Ja. Gehen wir hier rein. Guten Tag. Topolgatschus Tagebuch 7. In den Höhlen über der Relaisstation gibt es heiße Quellen. Als wir die Antenne auf dem Haus des alten Jagdfarmers angebracht haben, waren wir ab und zu da oben und haben gebadet. Allerdings ist irgendwas an diesem Ort merkwürdig. Vielleicht liegt es nur an dem heißen Wasser, aber ich war dort drin, jedes Mal ein bisschen benommen. Das gefällt mir nicht. Ich schwöre, ich hatte Halluzinationen. Mal gucken hier, was haben wir denn hier? Oh, das ist das erste. Kamals Tagebuch 1. Die verändern sich immer. Sie verändern sich immer. Jedes Mal, wenn jemand kommt. Deshalb wollte Daddy nie, dass wir mit Fremden reden. Er sagte, es läge am Wasser in den heißen Quellen, dass sie dieses komische gefärbte Wasser getrunken hätten. Das hat er jedenfalls immer gesagt, bevor sie ihn weggebracht haben. Wer ist denn der? Das klingt ja wie ein. Wie ein kleiner Junge oder so. Der da. Was zum. Okay.
Achso, jetzt habe ich das auf... Achso. Okay, jetzt habe ich die Station... Ah, alles klar. Also das ist wie im... Wie im Singleplayer bei den... Seitenwaffen. Kann man kaufen. Warte, ich sogar nehmen hier rein. Kann man zwar nichts machen. Ich würde jetzt sogar. Ach ja, jetzt haben wir die Waffe wieder. Dann nehme ich doch die. Da kann man noch einen Schalter mal drauf. Und noch weiter das Magazin. Die machen wir mal Gold. Halt. Waffen. Da haben wir einen Rescue-Bogen. Da hat man... Das immer drauf. So. Hä? Das wäre natürlich auch cool gewesen, das weiß ich, Vollpfosten. So, mehr haben wir nicht. Ne? Einzigartiges. Na gut, wir hätten die Harpune, die war leiser. Und Munition. So. Leute, können wir uns freischalten? Bitte komm! Hallo, ist da irgendjemand? Funktioniert das Teil überhaupt? Hallo? Ja, ja, wir sind hier. Wer ist da? Mein Name ist AJ. Wir sind im Gebirge abgestürzt, nördlich von Kyrat. Der Pilot ist verletzt. Ich weiß nicht, wie schlimm. Wir brauchen Hilfe. Okay, AJ. Wir sind in der Nähe und werden euch Hilfe schicken. Sagt mir, wo ihr seid. Ich bin in einer Art Funk-Relais-Station. Okay, hör zu. Da braut sich ein Sturm zusammen. Bleib einfach da und wir holen dich so schnell es geht ab. Okay, wird gemacht. Einfach hierbleiben, ha? Huh? Ist ja nicht so, als wäre ich leichte Beute. Verlorene Talmission beendet, okay. Also ich muss sagen, ich habe so ein Gefühl... Der Eindringling ist in der Relaisstation. Dann geht da raus und zerstört sie. Wir müssen das Tal reinigen, bevor wir mit dem Ritual beginnen. Wir sind unterwegs. Wir schicken alles, was wir haben. Siehst du, ich habe doch geahnt, dass das die Bösen sind. Aber mir soll es jetzt erstmal egal sein. Das geht dann morgen wieder weiter, weil ich muss jetzt erstmal hier den Part beenden. Und was haben wir denn hier noch? Ach, fuck. Rekrut kam als Brief nach Hause. Letzte Nacht habe ich Schreie gehört. Zuerst dachte ich, jemand wäre von der Kugel getroffen worden. Aber es gab keinen Schuss. Und als ich hinhörte, haben die Schreie sich verändert. Sie erschienen irgendwie menschlicher, irgendwie aber auch nicht. Ich weiß nicht, was da draußen ist, aber ich habe ein bisschen Angst. Trotzdem, mit einem ganzen Bataillon Soldaten hier sollte ich eigentlich sicher sein. Mit all meiner Liebe, Kamel. Kamal. Den Bogen haben. Ich will diesen Bogen haben. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt erstmal hier den Part beenden. Wir werden dann morgen hier weiter rumdümpeln. Und bis dahin, morgen, beim nächsten Part weiter rumdümpeln. Und bis dahin erstmal, ciao.